In Schweden ist ein populärer Rapper offenbar im Zusammenhang mit Gangkriminalität erschossen worden. Wie die Stockholmer Polizei gegenüber schwedischen Medien bestätigte, wurde Einar am späten Dienstagabend im Stockholmer Vorort Hammarby von mehreren Kugeln getroffen. Als ich mich gegen 11 Uhr schlafen legen wollte, habe ich Schüsse gehört und mir Sorgen gemacht. Erst 4 Schüsse, dann noch einen, dann Stille und dann noch mal 3 Schüsse. Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Nils Kurt Erik Einar Grönberg hieß, wurde 19 Jahre alt. Er war einer der beliebtesten Musiker Schwedens. Das ist natürlich tragisch. Das Licht eines jungen Lebens wurde ausgelöscht. Er hat jungen Menschen viel bedeutet. Es ist tragisch. Der oder die Täter sind laut Polizei weiterhin flüchtig. Das Motiv ist nicht bekannt. Laut schwedischen Medien verkehrte Einar in kriminellen Kreisen. Im vergangenen Jahr war er entführt worden. Den Berichten zufolge sollte er als Zeuge in einem Gangprozess aussagen, wollte aber nicht zu dem Verfahren erscheinen. Schweden hat seit längerer Zeit große Probleme mit Bandenkriminalität.